Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Amon und Lukas wieder dabei. Wir gehen als Burg rein. Hat jetzt mal nicht so gut Welcome funktioniert. to Nova. Aber wir machen weiter. Wir nehmen die hier. Die lasse ich raus. Ich nehme den Ochsen mit. Die sind mittlerweile auch übelst stark, ne? Die aufgewerteten. Ich glaube, wir lassen es so. Ja. Machen wir. Ochsenstart. Magiertum des Ritual investieren. Okay. Alle gar nicht so schlecht. Gerade mit investieren kann man viel machen. Investieren kann man immer nehmen. Investieren ist übelst stark. Ansonsten, ja, für Magier hätte ich die zur Auswahl, die zur Auswahl, ihn zur Auswahl. Mal rüber, Wurzelqualle und Peewee. Drüben ist eine Katze. Ja, wir gucken heute mal ein bisschen mehr auf Worker. Weil die unheimlich wichtig sind. Wie wir wissen. Und ich habe in den letzten Games da nicht so gut drauf geachtet, muss ich schon sagen. Da war ich schon mal ganz schön weit zurück. Aber es sind mal so Hoch- und Tiefphasen. Manchmal funktioniert es einfach super gut mit den Workern und manchmal ist es echt shit. Oh, Kacke. Seepferdchen. Gehen wir erstmal mit ihm rein. Wir könnten natürlich auch ihn hier vorne hinstellen. Ich stelle erstmal dahin. Zu langsam. Damit direkt einen Robo reingeschickt. Hat jetzt auch keinen magischen Schaden in petto. Ungünstig. Auf dem PWs hingestellt. Ja, gut. Können jetzt locker. Den dahin stellen. Das sollte klappen. Ja, klappt sehr gut. Ich gehe auch mit einer Brut rein. Macht schon gut Sinn.
Scheiße. Können trotzdem uns noch einen Walker gönnen. Schnecke erstmal mit rein. Jetzt werde ich den hier mal schon mal upgraden. Gucken wir mal. Wir könnten natürlich den Feuerpfosten hier mit platzieren. Rein theoretisch. Aber ich glaube, ich gehe nicht so auf Krampf auf den Bug hier. Das ist wirklich sehr gut mit der Platzierung. Erst gehen die rüber, dann gehen die zu dem. Und die blocken das dann ab. Okay, Metzger. Das ist zum Glück relativ schnell down. Ja, ich halte. Der geht durch. Sehr schön. Ich werde nicht alles halten können. Vielleicht kriege ich den Großen noch. Nee. So machen wir's. Guck mal, was der Robo so anrichten kann. Das weiß ich auch nicht so genau. So, jetzt machen wir uns hier den Sarg dahin. Atome rundherum. Weiter aufwerten. Schauen wir mal. Mein Ox ist natürlich schnell down bei der Magic Wave. Sind zum Glück noch kleine da geblieben. Die sind nicht so wild. Dann sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Okay, auf 10. Auf 10 klingt gut.
Ja, bei mir hat er gerade einen King aufgewertet. Was machen wir? Right away. I never run out of arrows. Wir machen das. Und dann sollte klar gehen, sollte klar gehen. Macht noch ganz gut was weg. Consider it done. Können wir die Daphne aufwerten? Und können ja noch ein bisschen mit den Atomen rumspielen. Verzieh noch zusammen. Dann mache ich noch eine Echse rein. Nichts. Okay, magischer Schaden ist bei mir natürlich auch nicht da, außer jetzt, wenn ich den Feuerpfosten dahin stelle. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die raus. So machen wir's. Jetzt müssen wir nämlich magischen Schaden aufrüsten. Damit das hier funktioniert. Ja, wir könnten investieren, aber... Ja, wir nehmen es auch. Komm. Ja, das ist nicht haltbar, klar. Ich alter Kirschlund. Aber unser King ist noch 100% gut dabei. Aber jetzt hier noch ein bisschen was blocken. Denn der King nicht aufgewertet und schon auf die Fresse gekriegt. Und daher sind wir gut dabei. Also was soll's. Noch ein bisschen mehr rausholen. Ja, das steckt er weg. Gar kein Problem. So, wir werden jetzt ihn in den Split setzen.
I'll give it a shot. Können auch zwei machen. Yar, har, har. So, 14. Ja, Stichaufprall. Irgendwo was dazwischen. Das weiß nicht so, was die Strategie ist von denen. Kann sein, dass die... Ja, bitte. Kann sein, dass die nicht so gut zusammenarbeiten oder so, weil das ist alles weggeblockt. Ich werde keine Worker gehen, weil jetzt wird er mir senden. Können wir den aufwerten? Können den direkt aufwerten zum Phönix, geil. Also den Roll, den ich gemacht habe, der war unglaublich wichtig, damit ich den magischen Schaden hier noch dazu bekomme. Soll auch ein Vorei senden für die beiden, für die Metzger und den Rest noch in den Stich packen. Wir hatten die Daphnis auf. Viel Auswahl habe ich ja leider nicht. Komm, Blut und Schnecke noch rein. Ja. Das wird's. Gut dabei durch investieren. Kann es gut sein, dass ich die UF wegblocke. Ich will nicht zu viel versprechen. Bei 560 ist schon Batzen. Sind 320 Grad mal auf Plan. Vorne ist Joker auf. Nee, schaff's wohl nicht. Nicht mal den Moll weg. Oh, da steht noch einiges. Ganz entspannt. Ja, 17. Das war auch keine gute Wave für mich, die Magie Wave. Die haben alle Arkane Verteidigung. So, ja, Zentaur hätte ich ja gebaut, aber so viel Kohle hat man jetzt nicht. Bin natürlich mal wieder ganz weit unten. Aber ich habe auch die eine oder andere Wave durchgelassen und war gierig. Das kriegt man dann halt zurück. Okay. Testen wir es.
Verrückter Plan. Könnte aber funktionieren. Auf 35 habe ich nicht geschafft. Ja, aber Stich kommt schon gut rein. Nächste Runde. Wenn wir auf 17 gehen. Trotzdem nehmen wir mal den Rad an und bauen Witches. Jetzt werden wir wieder ein paar Einheiten bauen. So sieht das gleich ganz böse aus für uns. Eine Hexe kriege ich noch hin. Und 40. Ja, dann halt noch eine Hexe wahrscheinlich, ne? Oder ein Robo. Für die. Okay, ich habe gut aufgeholt, aber bin 1000 niedriger. Ja, die Hexen kriegen halt gut Mana, weil die Klone killen. Sehr gut. Das Fett was durchgekommen. Und ich zocken zusammen. Ja, das steht einfach da. Krass. Nach den ganzen Niederlagen. Sorry. Endlich mal wieder gewonnen. Ich glaube, ich muss mehr Worker bauen auf jeden Fall. Und gerade mehr in die Analyse reingehen von den Gegnern. Muss ich mehr machen. Noch mehr, als ich sowieso schon immer reingucke, muss ich es noch mehr machen. Ja, das war's auch für heute. Schaut gern beim letzten Video mit vorbei. Da haben wir ganz schön verschissen. Das war's erstmal mit Legion. Bis dahin. Entspannten Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.